Oh 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 oh. Lololol und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hardcore Let's Play. Oh, die Sounds sind laut. Ich habe dort in der letzten Folge bin ich ja gestorben, beziehungsweise ja, ich bin gestorben, aber ich habe davor die Welt kopiert, denn es war wirklich, wie ich am Ende auch gesagt habe, geplant, dass ich sterben werde irgendwann am Ende der Folge. Denn ich habe ja einen kleinen Cut gemacht und währenddessen habe ich die Welt einfach mal kopiert und eingefügt. Und ja, ich habe aber trotzdem vor, das weiterzuführen, denke ich mal. Einfach so. Und ja, weil es ist echt schön. Also ich hätte nicht vorgehabt, das weiterzuführen, aber es ist echt cool. So haben wir gleich ein Dorf gefunden. Und dann hier da hinten die Schlucht des Todes. Ja, öffnen. Wäre auch unnötig gewesen, letztes Mal das wegzupacken, das ganze Zeug. Also ich würde das mitnehmen, glaube ich zumindest. Ja, ich schau mal kurz, was die Typen hier alle handeln. Nee, nicht so gut. Gut. Auch nicht so unbedingt gut. Oh, Monsterjäger läuft bei uns. Okay. Nee. Ich hab grad gedacht, 1 Smaragd, 10 Diamanten, 5 Diamanten, aber nee. Auch nochmal Bücherregale, das ist auch schön. Typ. Nee, auch nicht so toll. Was mache ich jetzt so? Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich eben meinen. Und Wähl oder Keith sehe, dann nehme ich das auf jeden Fall auch mit. Natürlich auch mit. Schwert ist auch nicht sinnlos. Oder machen wir uns noch eine Axt? Web dabei haben. Und ja. Brauche ich sonst noch was von hier? Ich denke wirklich. Also haben wir alles. Kurz wegen ein paar Karotten. So viele Karotten sind das nicht, was wir jetzt haben. Gerade. Aber das sieht schon besser aus, 22 Karotten. Karottchen. Selben Schmarrn an. Zweite Spitzhacke natürlich. Natürlich, konnte ich das nur vergessen? Überschlagen, dass wir jetzt einfach mal dort hinten in diese Schlucht dort gehen, die ich dort, der ich letzte Folge Bekanntmachung gemacht habe. Eigentlich wollte ich einen Lavasee finden, weil das Lustige wäre, wenn man dann so einen Lavasee fliegt. Vor allem eigentlich war es richtig dumm, ich hätte ja eigentlich auch ins Wasser hüpfen können und alles. Das heißt, es war wirklich total geschauspielert, schlecht geschauspielert. Aber naja, ich wollte... Die kam mir halt einfach so.
habe ich Eisen gesehen. Ja, die Erde, da ist Lava oder so. Ich habe gesagt, ich nehme Kies, Gravel, beziehungsweise ah, Kohle müsste ich auch auf jeden Fall, weil ich leuchte aus. Normalerweise leuchte ich in Höhlen ja nicht aus, aber für die Aufnahme ist es dann besser. Und schon eigentlich relativ viel, obwohl... So nice. Mein Ding ist jetzt auch nicht. Wär's ja, wenn jetzt mich ins Skelett runterschießt und ich wirklich sterben würde. Es ist... Das ist jetzt wirklich die Welt. Ich habe jetzt keine Kopie davon nochmal. Und wenn ich sterbe, dann wird das Let's Play auch aus sein, weil es ist Hardcore-Modus. Dann nehmen wir uns natürlich immer mit. Machen. Sehr unsicher, was ich hier mache. Ich baue mich dann am liebsten hier jetzt dann runter. Glaube ich am sichersten. Kann ich mir übrigens vorstellen, dass ich jetzt trotzdem diese Folge noch sterbe und zwar nicht so spaßeshalber und dass ich eine noch hab, sondern dass ich dann wirklich bam, tot und ich damit dann einfach gar nicht klarkomme. Einfach so gut passen. Gleich ein Creeper und sprengt uns von hinten weg. Move. Bam. Wie, was willst du tun? Von oben können immer Creeper runterkommen. Von oben irgendwie so ein Creeper runterfallen. Schluchtfliege Creeper oder wie auch immer man das nennen mag. Eisen hier wegsnacken. Die Kohle nehme ich auch mit. Dann dort hinten rechts das Eisen nehme ich auch noch mit. Immer so, ich laufe gerne an Kohle vorbei, weil ich das immer nur als zeitraubend empfinde. Aber Kohle braucht man eigentlich schon relativ viel, wenn man dann das ganze Eisen einschmilzt, wenn man dann Fackeln macht und alles. Und da muss ich mich noch dran gewöhnen, wirklich die Kohle auch immer mitzunehmen. Riesige Adern, die wir hier gefunden haben. Beziehungsweise ich glaube, das sind eigentlich zwei Adern gewesen. Weil das war so eine Ader und dann war da ein Block und dann... Ich glaube, ich war die zweite Ader. So, jetzt sind wir dann auch fertig mit der Kohleader. Boah! Oh man, ich wollte 360 machen, aber irgendwie wurde da nichts daraus. Ich wollte so... habe ich halt keinen coolen Abgang gemacht.
Ja, wir haben erst 31 Kohle, das ist eigentlich fast gar nichts. Kohle muss ich unbedingt noch mitnehmen. Und, das würde mich auch interessieren, euer Lieblings-Texture-Pack in die Kommentare schreiben. Oh, Eisen, sehr schön. Meines ist im Moment Fateful, weil ich mag die normalen Default-Texturen eigentlich schon ziemlich. Aber das finde ich noch schmackhafter. Also das sieht das besser aus, wenn das so ein bisschen mehr Pixel hat. Also Fateful ist, für die, die es nicht wissen, eigentlich genau die normalen Texturen vom Default, nur mit 32x32 Auflösung. Einige werden wahrscheinlich Sphex cool finden, das finde ich auch cool, also nicht mehr so cool. Ich fand das früher immer extrem cool und jetzt mittlerweile finde ich es gar nicht mehr cool. Also ich finde es schon noch cool, aber naja, ich find's cool, eigentlich finde ich nicht cool, ich find's doch cool, naja. So, dann snacken wir uns nachher noch das Eisen hier. Hier ist einfach Gras. Level. Schöner wäre es halt natürlich, wenn jetzt dann noch irgendwie andere Leute, wenn das ein Server wäre und noch andere Leute da wären, so wie Varo oder so. Sehr cool. Dann wirklich aufpassen. Aber schon mal Licht. Hier dann nicht gleich etwas spawnt. Das hier ist auch sehr, sehr gefährlich, dass man hier dann nicht flüchtet. So, da ich mich aber jetzt erstmal noch dort aufhalten werde. Enthalten. Aufenthalten. Selber. Ja, wie viel Eisen haben wir eigentlich schon? 19 erst? Echt? Ich dachte irgendwie schon mehr. Ich habe mich gerade schon so vorbereitet. Ja, irgendwas schon. Die Zeit halt. Ich habe irgendwie schon gedacht, so 30, 40. Irgendwie kam mir das schon mehr vor. Dann, yo, so viel schon. Ja, dann werde ich das jetzt hier noch fertig machen da hier so und dann nach Hause gehen. Aber wir haben ja auch gar nicht mal genug. Wobei, wir haben ja schon teilweise die Eisenrüstung. Gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Wirklich gar nicht. Ja. Euer Lieblings-Texture-Pack würde mich interessieren. Reingebaut oder? Ah ja, da war die riesen Kohleader. Und da wollte ich dann den 360 machen. Da oben ist noch einiges an Kohle. Wir haben erst 51 Kohle. Das heißt, wir holen uns jetzt, glaube ich, noch die Kohle. Und das Wasser hier nervt mich eigentlich. Das, ich schwimme die Folge, diese Folge schwimme ich jetzt hier noch rauf, mache den Wasserfall zu. Dann hole ich mir noch ein bisschen Kohle, die ich halt hier gerade noch so finde. Oder hier. So ein Nervenkitzel, ob jetzt hinter einem irgendwie so ein Creeper ist oder so, aber das ist eben die Sache an den Creepern. Die sind nicht schwer zu bekämpfen und so, wenn man einen so vor sich hat, aber es ist einfach so fies, wenn man irgendwie meinen ist und dann so Kohle abbaut friedlich und alles und dann kommt von hinten, das hat man ja auch in einer Back to the Future Folge gesehen. Ich baue da so friedlich gerade Kohle ab und auf einmal, puff, ich habe überlebt. Werde ich das wahrscheinlich auch überleben, weil ich schon teilweise Rüstung habe, aber wenn er direkt in mir steht, also bei der bei Back to the Future war das, glaube ich, da ist ein bisschen weiter weggestanden und das war auch noch eine frühere Version. Aber ich weiß nicht, ich habe mal bei dem Varo News bei Darkest World geschaut. Ich weiß nicht, wer das war, aber bei irgendeinem Team,
Es gibt ja nur noch Team Palofel, Hashtag Team Palofel, ich mag, dass die gewinnen. Da hat jemand so gegen einen Creeper gekämpft und der hatte eine Dio-Rüstung oder Eisenrüstung, ich weiß nicht mehr. Und hat so, ja, easy peasy. Und dann hat ihn aber nicht getroffen und ist in ihm drin gewesen. Und der Creeper ist explodiert. Und er hatte ein halbes Leben. Und er hat auf jeden Fall komplette Rüstung gehabt. Also ich weiß jetzt nicht, ob Dio... Ach, hier war das. Oder Eisen. Weil... Also ich habe jetzt hier, weil ich habe vorhin irgendwann Kohle unter Wasser gesehen und ich dachte, das war hier, deswegen wollte ich das Wasser hier wegmachen. Ist die Kohle hier noch? Dann würde ich sagen. Doch, ich gehe noch schnell nach Hause dann. Ich mag den Song von Kronk, cool. Aber ich mag das jetzt auch nicht die ganze Zeit machen, weil das eigentlich kacke ist, wenn man dann... Ja, der hat das gemacht. Ich hasse diese Fledermäuse. Fledermäuse sind echt das Behindertste, was finde ich an Minecraft. Also, die regen mich echt immer so auf. Ich habe mal so eine Höhlenhaus gemacht, so eine unterhöhlte Festung. Also, die war richtig cool, finde ich. Und da waren einfach die ganze Zeit Fledermäuse, die genervt haben. Das hat mich richtig aufgeregt. Ich kann Fledermäuse nicht leiden. In Minecraft. Der GW auch bald kaputt, also ich hätte eh dann gehen müssen. Muss ich raus? Guck. Jetzt auch relativ viel. Warum ist... Ach ja, da bin ich ans runtergehüpft. So. Nacht. Oh, keine Chance. Oho, oho. Ehrlich gesagt. Egal, ob das Hardcore ist, die hat nichts drauf. Ich finde das immer so lustig bei Varo oder sonst wo. Die Leute haben immer so riesen Angst vor den Hexen. Ich verstehe das nicht. Weil die brauchen immer ziemlich lange, bis die überhaupt etwas getan haben. Habt ihr das schon mal... Oh, Alter, wie viel Schaden der hat gerade... Yo! Wow! Das ist wirklich Hardcore, ey. Oh! Oh 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 oh! Alter! Da habe ich vor den Hexen wirklich weniger Angst als vor sonst was. Also, ja. Alter, da war ich fast down, Alter. Und der eine hat mir, trotzdem ich so die bisschen Rüstung hatte, hat der mir einfach 4 Herzen Schaden gemacht. Instant 4 Herzen. Das war ein Baby-Zombie, der auf einem Huhn geritten ist mit Eisenschwert. Oh, Skelett. Ich glaube, die Folge ist jetzt auch etwas länger. Ich mag die Skelette immer wegen Pfeilen und Knochenmehl. Aber das war jetzt gerade richtig Action, Alter. Puh. Jede Folge irgendeine Todesangst, die ich ausstehen muss, beziehungsweise die vorletzte Todesangst war nicht wirklich Todesangst, weil ich wusste, was passieren wird. Aber ja, das war... Buhu. Und dann ist auch noch ein Creeper gewesen und alles und... Boah, das war richtig krass eigentlich schon. Also Hardcore, ich habe Hardcore unterschätzt. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr ja gerne eine Bewertung da lassen und in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-Texture-Pack ist.
und welche Auflösung ihr auch habt. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.